¿Es es Zeit für Blitzkrieg? Läuft gut, Wunderarsch! Bis denn! Nun neuer! Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du forderst ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Alle Kuhn-Freunde sofort zum Kuhn-Versteck. Wiederhole, alle Kuhn-Freunde sofort zum Kuhn-Versteck. Sorry, Superheld, die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Was machst du da unten? Hahaha, glaubst du vielleicht das Pech? Oh, oh. Geschafft! Unfair! Du hast ja echt Superkräfte im Arsch! Ich muss weg! Jemand muss diese Stadt säubern. Warum nicht ein Kind mit seinen furchterregenden Fürzen? Klingt doch logisch. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht leer gegessen? Zum Einkaufen hier selbst, Justizler? Sparsam. Oh, okay, ich mache ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Wuhu! Okay, und jetzt ab mit dir. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Die Herbstmode ist da, von 1998. Willkommen bei Freeman's Tacos. Alles klar, Kumpel. Wusstest du, dass morgen Freeman Schauspieler ist? Hat wirklich schon guten Scheiß gespielt.
Willkommen bei Freeman's Tacos. Heute auf der Tageskarte Tacos. Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Ich habe nicht ewig Zeit, ja? Wenn du Morgan Freeman brauchst, weißt du, wo du mich findest. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Start bereit! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Bietet dem Chaos die Stirn! Niemand! Ah! Angriff, Lakai! Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Wow, komm mal ihm jetzt an. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Hättest du blocken sollen? Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Sieh dir das an! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Fühl den Zorn von Humankind! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Wow. Also los. Voll weg, Hans. Oh, Schluss jetzt, dann hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Sieht böse aus für die Bösewichte. Die Stunde des Chaos steht bevor. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Bitte mal. Hier geht es nämlich ums Geschäft. Hier, ein echter Schocker.
Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever. Entropie! Vorsicht, du bist verwundbar. Ich bin drin. Okay. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Wir sind wie die Heuschrecken. Kai! Doch, hat's mich mal. Ich bin dran. Ich hab genug von dem Kack. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Das gibt garantiert eine Narbe. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos, Kite, Junge? Das hat gesessen. Ungültiges Chaos. Alter. Lauf halt zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Schlag ihn. Zum Wetter. Aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kite. Gehe dich Chaos oder zahle den Preis. Ha, hi! Du hast keine Chance! Bin ich schon am Zug? Okay. Federfaustschlag! Das habe ich kaum gesehen. Steh auf, von der Arsch, wir haben gewonnen! Chat hat, was du brauchst. Nice! Wenn der Selbstjustizler einsetzt.
Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Leg dich nicht mit der Polizei an, sonst kriegst du Ärger. Verdammte Scheiße, warum bist du jeden Abend im Fernsehen? Hey, wo bist du, Wunderart? Ich glaube, du bist vielleicht in der falschen Toilette. Oder ich vielleicht, sorry. Du musst zugeben, wir Mädchen haben den großen Vorteil, dass unsere Klos sauber sind. Na egal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist das passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Oh, hey Neues! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei E-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, rennen die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und E-Mobile-Nummer bitte! Namen und E-Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rett uns! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Asche auf. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Aus der Mode ist, kannst du sicher wieder normal leben. Oh, Mist, das ist, als hätte ich meinen dritten Teller am Meeresfrüchtebuffet. Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf. Wie kämpfen alle Menschen dürfen. Ihr könnt unsere günstigen Datentarifen nicht widerstehen. Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Aha! Hey, ja! Perfekt! Nicht mehr! Du bist hiermit entfolgt! Seht die Macht des Managers! Name und die Mobile-Nummer bitte! Der Krebskönig ist der Ball.
geschafft! Die Geldbewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Hey, ja, halt still! Jetzt habe ich einen Kratzer! Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Du schaffst das! Die Oberwelt gehört dir vorbei! Nimm deine Scheren da weg! Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Ich kann einen Flashmob herbeitreten. Achtung! Hat hier jemand ein Kaldoll gerufen? Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Leg dich nicht mit Kolgirl an. Danke, Korga. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja klar, Korga. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Karten lief, ruf mich an. Seit die Krebsmenschen weg sind, habe ich eine Chance, Mitarbeiter des Monats zu werden. Der Krebsmenschengeruch hängt immer noch in der Luft. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. Wuhu! Schön. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Wuhu! Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf... Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Es ist gerade eine neue Lieferung gekommen. Schau mal. Das wird dir bestimmt nützlich sein. Danke fürs Vorbeischauen. Gerne doch. Immerhin hast du mir ein Leben als Sklave sprechender Krebse erspart. Woohoo! Super klasse!